Afghanistan hat einen Ölfördervertrag mit einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Es handelt sich um die erste größere ausländische Investition in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul im Jahr 2021. Im Rahmen des Abkommens wird das chinesische Unternehmen Öl aus einem Gebiet von insgesamt 4.500 Quadratkilometern in drei nördlichen Provinzen fördern. Unterzeichner waren der amtierende Minister für Bergbau und Erdöl, Scheich Shahbahuddin Delawar, und ein Vertreter der Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company.